Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Liana, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Und das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und zeigt dein Seelenplan. Was aber sich ändert, das bist du und du bewegst dich im Leben in 7 Jahren Perioden. Das heißt, alle 7 Jahren bewegen wir uns auf anderen Boden. Andere Eindrücke sind wichtig, andere Themen sind wichtig. Du befindest dich gerade im Stierperiode und das heißt, für dich ist wichtig, das Leben genießen, einfach zur Ruhe kommen, aber überlegen, was sind für dich wertvoll und diese wertvollen Dinge sollst du in Besitz nehmen, aber nicht festhalten. Und es ist auch wichtig, zurzeit um die Finanzen kümmern. Nicht nur du bewegst dich, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten auch. Planet bedeutet auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei der Sonnenbewegung ist es anderes, weil die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung nennt man Transit und dieser Transit löst immer wieder etwas aus im Geburtshoroskop und das, was wir betrachten. Ich starte Mai 2019. Anfang Mai befindet sich Sonne noch im Widder, ab 16. Mai schon im Stier, das wechselt sich Mitte des Monats, aber ich setze Sonne noch im Widder und das zeigt die Monatsthemen und da kommt die Widder-Energie dazu, Mut zu zeigen, Kraft zu zeigen, dich zu behaupten, eventuell Neuanfang. Und weil bei dir befindet sich wieder im 7. Lebensbereich, also aktiviert diese Sonnenenergie auch Liebe, Partnerschaft. Und hier fließt auch dein Lebensenergie. Nicht nur Sonne, sondern auch Uranus bewegt sich auch im Widder. Uranus ist länger hier nach indischen Berechnung. Und Uranus löst hier Veränderungen aus. Und das erlebst du in die Liebe, Partnerschaft. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, steht auch in Verbindung zum Bewegung, wie Auto oder Sport. Also das kann auch ein Mars-Transit auch auslösen. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars der Mann, also der Partner oder Wunschpartner. Bei diesem Bewegung kann auch eine andere männliche Person sein, wie eine nette Nachbar, ein guter Freund oder jemand von Familie. Mars bewegt sich im Stier. Mars zeigt auch deine Kraft. Wo sollst du deine Kraft einsetzen? Und da handelt es sich um Besitz. Und wenn das um eine männliche Person handelt, dann würde ich das mit Lebensgenuss und mit Intimität, mit Liebe, Partnerschaft hier im 8. Lebensbereich im Stier verbinden. Die beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Ich werde jetzt die Karten hier von Geburtshoroskop rausnehmen, aber nicht vergessen, diese beiden Mondknoten bleiben. Im Geburtshoroskop ändert sich nichts,
aber damit ich das zeigen kann, wo sie sich gerade befinden, deswegen werde ich jetzt beide Mondknoten rausnehmen. Die bewegen sich auch. Die absteigende Mondknoten oder Ketu, was die alte Karma symbolisiert, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Tierkreis Zeichen Schütze. Ich setze Ketu im Schütze, 2 Jahre lang etwa. Und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was die Seele gerade braucht, zum Kennenlernen, den Weg, was auch befreit, diesen Drachenkopf befindet sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in den Zwillingen. Jupiter vergrößert etwas, bringt auch Glück, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist gerade rückläufig, das bremst etwas. Vielleicht sogar gut so, weil Jupiter vermittelt dann, es ist nicht der richtige Augenblick, etwas vermehren oder vergrößern, sondern wir sollen etwas eher zurückhalten, noch was überprüfen. Diese Rückläufigkeit zeigt auch Vergangenheit, oft karmischen Themen, was die Vergangenheit betrifft. Jupiter steht auch für Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich hier in Skorpion. Jetzt ist gerade rückläufig. Oh, das ist Pluto. Jupiter brauche ich. Jupiter, genau, Jupiter hier in Skorpion. Und das bedeutet, diese Rückläufigkeit, achte auf die Finanzen, halte das eher zurück, aber bleib im Vertrauen, dass Jupiter hier dir Glück bringt. Saturn ist der Planet der Schicksal, beeinflusst unserem Schicksal, belehrt uns auch und Saturn hütet den Karma. Saturn ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, alten karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen und lass alles los, was dich stört. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, auch mit karmischen Themen was zu tun. Beide bewegen sich im Schütze. Und beide befinden sich gerade auf diesem Knoten, das heißt hier aktivieren karmischen Themen. Saturn, Pluto, Ketu, alles ist hier im Schütze und die Themen sind die dritte Lebensbereich, was ich schon beschrieben habe, das wird aktiviert. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran, zeigt auch Kreativität. Neptun lässt uns inspirieren. Neptun bewegt sich im Wassermann und das ist der Bereich, wo diese Kreativität lebendig wird, in einer spielerischen Art und Weise. Venus ist eine weibliche Energie, auch der Planet der Liebe. Also bei Venus Einfluss wird Liebe aktiviert, aber kann auch anderen Themen handeln, weil Venus zeigt auch Kreativität, Harmonie und Frieden und Schönheit. Also mit Venus Einfluss verschönern wir etwas oder bringen wir etwas in Harmonie. Im Geburtshoroskop bedeutet Venus die eigene Weiblichkeit. Bei dieser Bewegung kann das auch anderen Frau oder Frauen sein. Venus befindet sich in Fischen und das bedeutet Harmonie im Alltag oder in Arbeit oder kreative Arbeit oder Verbindung mit anderen Frau oder Frauen. Merkur ist auch hier in Fischen. Und es sind Themen wie Verhandlungen, Terminen, Verträgen, betrifft die Arbeit oder kann auch Arzttermin sein. Bei Venus-Energie, bei einer Ärztin oder bei Frauenarzt. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock.
Halbmond ist Spannung. Und diese Spannung erlebst hier mit Steinbock-Energie, wenn du Ziele hast und zweifelst daran und neigst du dazu, das aufgeben. Oder im vierten Lebensbereich kann diese Spannung in Wohnsituation sein. Juni Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Loslassen oder Terminen, Verträgen bezüglich Finanzen. Das kann Erbschaft sein, das kann Termin bei Finanzamt oder Banken sein oder Verträgen. Venus ist im Widder, das heißt, die Liebesenergie fließt im Bereich Partnerschaft und Mars ist in Zwillinge. Und das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt für eine Reise oder organisierst eine Reise oder setzt du deine Kraft ein in spirituellen Richtung oder Prüfungen, Schulungen, Bildung, kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person und er kommt von Ausland oder du kennenlernst ihn auf eine Reise. Rückläufigkeit bedeutet, dass diese Energie, was dieser Planet, was gerade rückläufig ist, verkörpert, dass das alles gebremst ist. Hat auch einen Sinn, weil dann sollen wir nachdenklich sein oder überlegen, vielleicht kommt was Besseres. Und zeigt, nicht so stürmisch handeln, sondern geduldig sein. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Kann auch bedeuten, dass jemand anderen bremst das. Diese Rückläufigkeit von einem Planet bedeutet auch Vergangenheit, oft karmische Themen. Ab 22. Juni wird Neptun rückläufig. Das sind Erinnerungen und das sind deine Talente, deine künstlerische Begabung. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über Themen, was die Stier verkörpert und Themen, was die 8. Lebensbereich vermittelt. Das sind Besitz, Finanzen, das Leben genießen und bei 8. Lebensbereich um die Finanzen kümmern und loslassen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond ist Spannung. Hier im Löwe, dein Selbst, dein Selbstwertgefühl, das löst deine Unsicherheit aus oder Unsicherheit in den Freundeskreis. Möglich ist auch bei 11. Lebensbereich, dass du Wünsche hast und dann neigst dazu, das aufzugeben. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Vollmond bedeutet, etwas wird beleuchtet. Und da sollte man auch hinschauen. Und da sind hier die Werte und Finanzen. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Spannung im Alltag und Arbeit. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Reise, Bildung, Spiritualität. Die Venus-Energie heißt, dass das hier schön ist. Eine Reise wird schön sein oder du lebst die Kreativität. Kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast mit Frauen von Ausland oder sprichst mit Frauen über eine Reise oder kennenlernst Frauen, die von Ausland kommen, also steht auch mit Ausland in Verbindung. Oder bist sehr spirituell und sehr kreativ. Mars und Merkur ist im Krebs.
Hier wird aktiviert Themen wie Zielerreichung, Berufung, Ansehen, Mars gibt die Kraft, die Energie oder Einfluss von einer männlichen Person und Merkur zeigt die Handlungen, Gesprächen, Terminen. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Nachdenklichkeit, wohin geht die Reise oder die Spiritualität und Glauben, woran glaubst du? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist Spannung, Nervosität. Jungfrau zeigt, bring das in Ordnung, bring Heilung rein und ziehe dich zurück. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig ist Mondfinsternis im Schütze. Bei Mondfinsternissen haben wir immer karmische Themen. Aktiviert dieser Lebensbereich. Bei Schütze bedeutet Ausland oder Orientierung, aber auch Glaubenssätze. Und hier ist die Schule des Lebens oder eine Ausbildung. 25. Juli ist Halbmond in Fische, Spannung in die Arbeit und Alltag. August. Merkur ist in Zwillingen. Diese Rückläufigkeit heißt, Merkur kehrte zurück. Das kann natürlich bedeuten, dass du Nachricht bekommst von Ausland, kehrt jemand zurück und sucht den Kontakt zu dir. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Das kann auch Thema Liebe sein, aber in die Öffentlichkeit. Sonne gibt die Lebenskraft, wichtige Monatsthema, Ansehen, Anerkennung, Berufung. Mit Mars, Venus auch Liebe. 12. August wird Jupiter direktläufig und beeinflusst deine Finanzen. Das heißt, von diesem Tag an geht alles voran. Jupiter vermehrt auch etwas, hast du Glück in Finanzen. 12. August wird Uranus rückläufig. Und Uranus befindet sich hier im Widder, im Bereich Partnerschaft. Und diese Rückläufigkeit kann bedeuten, das werft etwas zurück. Es ist nicht der richtige Augenblick, etwas verändern. Kann auch bedeuten, kehrt jemand zurück von Vergangenheit und dadurch ändert sich etwas bei dir in die Liebe, Partnerschaft. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich sein über familiären Themen. Nachdenklich sein über deine Berufung oder Öffentlichkeit oder deinen Zielen. 7. August ist Halbmond im Waage. Das sind Waage-Themen wie Gerechtigkeit, Kunst, Harmonie. Und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Und dieser Halbmond führt dazu, dass du selbst unsicher fühlst oder kommen Einflüsse von außen und das bringt dich aus der Ruhe. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Thema wird beleuchtet, das ist deine Wohnsituation und deine Ziele. 23. August ist Halbmond im Widder. Die Spannung ist in Partnerschaft. Oder kann auch bedeuten, dass du selbst unsicher bist. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der königliche Stern, der Herz der Löwen aktiviert unserem Herzensangelegenheiten hier im Löwe, wo auch unseren Wünsche geht. Aber aktiviert auch Freundschaften in Neumond bedeutet Rückzug, Rückzug Nachdenklichkeit. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur. Alle ist hier im Löwe, wird aktiviert die Wünsche und Freundschaften. 19. September wird Saturn direktläufig. Und das hat eine große Bedeutung, weil Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal.
Und von diesem Tag an dreht sich die Richtung, geht alles voran und das erlebst hier im Schütze im dritten Lebensbereich. 6. September ist Halbmond in Skorpion, Spannung bei Finanzen. Achte auf das Geld, investiere auch nicht, unterschreib auch nichts, was mit Finanzen was zu tun hat. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Thema Kinder wird beleuchtet oder inneren Kind oder deine Kreativität. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung. Stier neigt dazu, etwas festhalten. Hier lernst du aber loslassen. Und das ist diese Unsicherheit. Kann die Spannung sein bei einer erbschaftlichen Situation. 28. September ist Neumond im Löwe. Wieder nachdenklich sein über deine Wünsche und über Freundschaften. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Bei Mars, Venus, wenn diese Verbindung da ist, handelt es sich oft um die Liebe. Das sind die beiden Liebesplaneten. Hier ist im Rückzug, zeigt aber auch Geheimnisse. Und es ist möglich, dass du deine Geheimnisse hast. Dann sollst du auch schweigen, weil Sonne ist auch hier und Sonne bringt das ins Licht. Also wird jemand dann weiter erzählen. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse bezüglich Liebe, Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass hier bei dir Liebe, Partnerschaft wichtig ist und hast Neider oder geheime Feinde und Sonne öffnet deinen Augen dafür und du erkennst das. Merkur ist im Waage. Merkur sorgt dafür, dass du hier jugendliche Aussehen, jugendliche Ausstrahlung hast oder dass du viele Gespräche hast oder dass du anderen überzeugen kannst von etwas. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung in Prüfungen, das kann auch Prüfung des Lebens sein oder in Familie. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Thema ist Alltag, Beruf, Gesundheit. Das Anschauen, da genau hinschauen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. Spannung auf eine Reise oder bei Spiritualität. Oder du glaubst an etwas und in diesem Tag fängst an, daran zum Zweifeln. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das heißt Rückzug. November. Mars bleibt noch im Jungfrau und das kann bedeuten, dass du kraftlos bist und sollst du dich erholen, zurückziehen, erholen. Im Ruhe liegt auch die Kraft. Kann auch bedeuten, dass du irgendwelche Geheimnisse hast mit einer männlichen Person oder dass du geheime Feinde hast und du sollst dich hier dich behaupten und wehren. Sonne ist im Waage und das heißt, Monatsthema ist die Waagenthemen wie Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage oder inneren Gleichgewicht oder Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität. Hat aber mit deiner Persönlichkeit auch was zu tun und hier hast du die Ausstrahlung, bist auch wahrgenommen. Merkur, Venus ist im Skorpion, aktiviert Finanzen, hast auch Glück, weil Jupiter ist die große Glücksplanet, Venus ist die kleine Glücksplanet, also auf jeden Fall Glück im Finanzen. Kannst auch gut handeln oder durch Verträge kommst zu Geld. Kann aber auch möglich sein, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge und mit Jupiter, das vermehrt sich etwas, dass du neigst dazu, das zu übertreiben. Zwischen 1. November und 20. November wird Merkur rückläufig, dann ab 21. November direktläufig, ändert sich die Richtung, handelt sich um Gespräche, Verträge,
Terminen. 28. November wird Neptun direktläufig hier im Bereich Kreativität und lasst deine Träume leben. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung, wenn es um Zielerreichung geht oder Spannung zu Hause. 12. November ist Vollmond im Widder. Thema Neuanfang oder Thema Partnerschaft wird beleuchtet, also genau hinschauen. 19. November ist Halbmond im Krebs, hier ganz oben, entweder Spannung in die Familie oder du möchtest wahrgenommen werden und hast das Gefühl, du bist übersehen. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug, Nachdenklichkeit. Dezember, Jupiter verlässt die Skorpion und übergeht im Schütze. Und hier vermehrt sich die Kontakte, die Gespräche, die Austausch von Informationen. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist die Gefühle zum Erneuern, diese Transformation raus aus negativen Gefühlen, übergehen auf positiven Gefühlen. Und Venus befindet sich im Schütze. Hier hast du Kontakte mit weiblichen Personen oder Personen oder bedeutet, du hast Glück, weil du bestehst diese Prüfungen und kannst du dich gut behaupten. Und Merkur ist im Waage. Und das heißt hier Gespräche oder du kannst anderen überzeugen, kann auch bedeuten die jugendliche Aussehen, jugendliche Ausstrahlung. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Spannung mit Kindern oder dein inneren Kind oder Erinnerungen, was dich aus der Ruhe bringt. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Stierthemen werden beleuchtet. Und das ist die Ruhe, die Gelassenheit, das Leben genießen, um Finanzen kümmern, aber nicht festhalten. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Spannung mit Freunden oder du hast deine Wünsche und zweifelst daran. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Hier ist wichtig die Nachdenklichkeit, was die Verbindung zu Verwandten betrifft oder Schulungen, Austausch von Informationen oder Medien oder Rückzug. Neumond ist auch Rückzug von diesen Kontakten. Januar 2020. Sonne und Merkur ist im Schütze. Hier fließt die Lebensenergie und das sind entweder Reisen oder Orientierung oder Schulungen, Austausch von Informationen. Merkur aktiviert auch das Lernen oder Schulungen anbieten oder da anmelden, etwas Neues lernen. Und hier ist viel Austausch von Informationen. Und Venus ist im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du zu Hause etwas verschönerst oder bekommst einen Besuch von einer weiblichen Person. Februar. Mars habe ich vergessen vorher, aber jetzt bewegt sich Mars hier. War in die Waage, jetzt ist hier in Skorpion, das heißt, du setzt deine Kraft ein, um deinen Werten und verlangst du Wertschätzung oder handelt sich um Finanzen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person
einen Einfluss hat auf deine Finanzen. Und Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Zielerreichung und dein Zuhause. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Hier sind die Gespräche, das kann auch Kinder, Jugendlichen sein. Aber weiblich bedeutet auch deine Kreativität, deine Lebensfreude und hier die Kontakte. März 2020. Saturn und Pluto verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und die bleiben ziemlich lang hier und das heißt wohnliche Veränderung. Das kann auch Umzug sein. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema sind die Kinder oder deine Kreativität und Lebensfreude. Und Venus ist im Widder. Venus bewegt sich relativ schnell und aktiviert bei dir entweder einen Neuanfang oder Liebe, Partnerschaft. Und das passt auch zum Venus-Energie. April. Venus übergeht im Stier. Und das sind die Erneuerungsprozesse oder Thema Intimität, kann im achten Lebensbereich auch bedeuten. Mars übergeht im Steinbock. Du setzt deine Kraft ein in deine Wohnsituation oder bekommst du einen Besuch von einer männlichen Person. Und Sonne Merkur ist in Fischen und das heißt Gespräche, Kontakte, Verträge, Termine, was die Alltag betrifft, deine Arbeit oder Arztterminen. Liebe Liana, so könnte ich dein Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, ich bedanke mich auch für deine Treue. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.